Dieser Bus fuhr am Morgen des 18. Januar hier los, fuhr in eine Münchner Klinik und holte 25 Patienten, Psychiatriepatienten dort ab, brachte sie am gleichen Tag wieder zurück und diese Leute waren die ersten Opfer von Grafenegg. Die Mediziner haben ihre Karrieren auf der Euthanasie aufgebaut. Die haben zum Teil Menschen vorher ausgewählt, haben gesagt, oh, dieses Krankheitsbild ist interessant. Ich möchte den Menschen erst vorher noch 2 Wochen in meiner Klinik haben, um den zu untersuchen. Das sind meine beruflichen Vorfahren. Das sind Leute, die meinen Fachbereich geprägt haben und die hier an unmenschlichen Grausamkeiten beteiligt waren. Und darüber müssen wir als Ärzte und müssen wir als Mediziner und Forscher sprechen. Mein Opa war leitender Oberarzt in Berlin in der Psychiatrie. Er hat Versuche mit jüdischen Menschen gemacht und mit Menschen mit Behinderung. Er war beteiligt an dem T4-Programm in Berlin, hat selektiert. Er hat damit einfach seine Verantwortung als Arzt völlig missbraucht, hat statt Menschen zu helfen, Menschen umgebracht. Ich stehe hier, weil ich darüber sprechen möchte. Meine ganze Familie hat darüber nie gesprochen. Das ist immer noch kein Thema, über das gesprochen wird. Ich möchte an diesem Mord das Schweigen brechen für meine Familie und auch für die ganze Gesellschaft. Wir stehen hier tief erschüttert und sehen, wie der Mensch aus rassenideologischen Gründen sich selbst zum Herrn über Leben und Tod gemacht hat. Rassistisches Denken erhebt sich über das vermeintlich Schwächere und grenzt es aus. Die Ermordung und Demütigung der Behinderten und psychischen Kranken der damaligen Zeit ist für uns heute eine Warnung und mahnt uns, jede Art der Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus und Judenhass dagegen unsere Stimme zu erheben. Ein guter Freund und Gründer der größten und modernsten Anlage für Behinderten in Israel sagte Folgendes: Eine Gesellschaft ist so stark, wie ihr schwächstes Glied behandelt wird. Und ich denke, er hat recht. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hergekommen sind, zu zeigen, dass jedes Leben, jeder Mensch, dessen Herz schlägt, dass der eben nicht wertlos ist, sondern dass er ein Geschöpf ist und seine Daseinsberechtigung nicht durch irgendwelche Dekrete oder Dokumente darstellen darf. Shir Hamalois Mimamakim Krosich Adonai Adonai Shimo Vekoili Tienos Necho Kashuvois Lekovoim Tachanoi Imavoinois Tishmorio Adonai Miamoi Ki imecho haslichu leman tivoi. Ki vis yadoinoi, ki veso nafshi, velidvaroi oicholti.